So, weiter geht's heute mit Need for Speed und den Racer. Was haben wir denn so schön? Was haben wir noch? Ah, oh, wir haben noch ein Duell. Sehr gut, dann machen wir das Duell direkt. Wunderbar. Nutzen wir das doch mal direkt. So, starten wir direkt durch. So. Also, keine Verfolgungseinheiten. Wir haben nur 12 Kilometer Strecke vor uns, also nicht so allzu viel. Das heißt nicht allzu viel. Was haben wir denn als Gegner überhaupt? Das ist Marke, okay. Natürlich möchte ich aus dem Gewinnen, klar. Oh, das. Wir können auch mal ausweichen. Aber warum auch immer der in die Wand fährt und damit Vollspeed weiterfahren kann. Dann kannst du dich ein bisschen weg jetzt gerade. Nee, sind doch nur noch. Hä? Okay, so davon haben wir Kilometer, so 80 Kilometer zusammen. So. Naja, schauen wir mal. Schatten zu kommen, da muss man dann. Ich weiß, dass der wohl hilft. So, 8,6 Kilometer noch. Momentan gibt es die Möglichkeit, dich mit ein bisschen in den Rückkopf zu gehen. So, das war wieder auf. Da, wo ich mich für am liebsten, also am wohlsten fühle, nehme ich das zu. Wegkomme.
Ja, natürlich musst du dann noch extra schön Gas geben. Hauptsache, du krachst mir in die Karre. Das war's, der ist weg. Das war's, der ist definitiv weg. Wenn er jetzt nicht noch irgendwie einen Mega-Fehler einbaut, aber 2 Kilometer wird schwierig werden, mir noch zu passieren. Dankeschön, herzlichen Glückwunsch, das hast du gewonnen. Du kommst natürlich immer perfekt durch alles durch. Aber ich. Ich steig da hin. Fuck, Alter, den hätte ich so mitgenommen, den Typen. Aber der kommt natürlich perfekt durch die Dings durch. Und ich drifte erstmal. Oh, wir driften erstmal 5 Kilometer rechts, damit der komplett sich wegdreht und alles nochmal machen. Den tue ich mir nochmal an, den Typen. Das kann nicht sein, den kriege ich doch noch. Den will ich doch noch unbedingt gewinnen, ey, das Ding, das Duell. So gut war der nicht, der. Der hat einfach nur scheiß viel Glück gehabt, indem er mich einmal weggecheckt hat und mit dem Glück die letzte Abkürzung durchgekommen ist. Keine Fehler, ne? Der macht keine Fehler, der Typ. Der ist so perfekt durch. Gerade oder keine Ahnung, ein bisschen Hauch an der Schon. Thank you.
Wie haben wir denn noch? 6, irgendwas. Der kann aber auch tun, doch der ist ein bisschen driften und zieht die Kurve doch noch enger zu. Warum auch immer ich noch dann in die Scheiße antrete. Ja, du hast natürlich wieder das Glück, dass du diese Scheiße abkürzen kriegst. Ja, dass die, dass du meine... Das ist nicht wahr, der kriegt mich doch noch, ey. Mann, warum krieg ich die Säcke? Der hat einfach nur so scheiß Luckshot noch. Ich komm nicht vorbei an dem. Mann, geht mir auf den Sack gerade. Dann halt nicht. Glückwunsch, hast halt gewonnen. Ich hätte den so noch haben können, ey. Aber der macht doch keine Fehler. Ich quetsche regelmäßig in den Gegenverkehr rein und der macht dann und sagt dann, nö, ich fahr einfach ohne Probleme durch. So, Gallardo LP 570, Super Leggera. Ach man, ich verkack's momentan regelmäßig. Das nervt mich gerade. Ja, du hast auch gewonnen, ey. Na gut. Haben wir noch ein Zeitfahren. Und dann ist auch gut. So. Der schnellste Lamborghini aller Zeiten. Der Namenszusatz Super Veloce und der Preis von $450.000 des Murcielago LP 670-4SV wecken große Erwartungen. Aber Lamborghini enttäuscht nicht. Alles an diesem Wagen ist die pure Perfektion. Dank optimierter Ventilsteuerzeiten und überarbeitetem Ansaugtrakt steigt die Leistungsausbeute des 6,5 Liter V12 auf 670 PS. Die rundherum verbesserte Aerodynamik sorgt dafür, dass der extremste Murcielago Geschwindigkeiten von bis zu 340 Stundenkilometern erreicht. Vom monströsen Heckflügel, der über die Motorabdeckung ragt, über wabenförmige Lufteinlässe aus Polycarbonat bis zum vergrößerten Frontsplitter und Heckdiffusor, der den Fahrtwind gezielt um und unter das Auto führt. Es ist unmissverständlich klar, welche Absichten der Super Veloce erfüllt. Ja, schauen wir. Starten wir das Ding mal. Machen wir das Zeitfahren hier noch und dann ist es gut für heute. So, unser Ziel ist es, um 4 Minuten 5 zu knacken. Das ist zumindest die Minimumzeit, die wir brauchen. Oder Maximumzeit, die wir angebrauchen dürfen. Aber unser Ziel ist es natürlich die 3,25. Aber das wird schwierig werden. Mal schauen. Wir tun unser Bestes. 15,2 Kilometer lang. Vulvan heißt das Ding. Schau mal einfach mal, das heißt jetzt irgendwie vernünftig mit. Yeah.
Möglichkeit, jetzt ein bisschen Ruhe zu haben. Das ist so eine kurze Lehre. Da kannst du den Ding noch nicht würfeln, ne. Der zieht dich so und dann kriegst du was rein. So, wir haben noch 7 Kilometer angefangen. Zeit, die wir jetzt eigentlich hätten, die Ringchen mal wieder komplett verloren haben. Ja. Gold wird definitiv nicht noch weiter. Diese blöd gibt's auf Silber! Ne, gibt's nicht, von Bronze. Fuck hier! Es waren 0,2 Kilometer Sekunden, diese Minute. 3,35 wäre die Silberzeit gewesen. Ja, Mann. Weil ich mich da weggehängt habe, Mann. Ich verkacke aber momentan echt die ganzen Rennen. Ich krieg das nicht mehr mit. Also nachdem es in den letzten Folgen so gut lief, jetzt nicht mehr so wirklich. So, und Aston Martin 177, den wir ja eben schon als ein Duell hatten. Naja, wie dem auch sei. Wir machen Feierabend für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit den Cops.